Hi Uwe. Hey Sascha. Was machst du denn da schon wieder? Ich versuche die Trio an Office 365 anzumelden. Trio kennst du? Ja, tolles Konferenztelefon. Exakt. In dem Moment habe ich das Ganze hier noch erweitert um das Visual Plus. Das ist die kleine schwarze Box, die du da hinten siehst. Die ermöglicht es uns aus dem reinen Conference-Telefon, also Audio-Only-Part, das Thema Video und Content ebenfalls mit zu adressieren. Ja, das heißt, wir sehen hier schon, das ist die Kamera, die wir oben drauf haben. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dann entsprechend auch Videokonferenzen zu machen. Warte einen Moment, ich trage mal gerade eben meine Benutzerdaten ein. Cool, das heißt, wir registrieren jetzt das Trio direkt an Office 365. Exakt. Wow. Sehr, sehr simpel. Vom Prinzip her, wenn du einen Office 365 Account hast, hast du einen Anmeldenamen. Bei mir zum Beispiel uwe.hansmann@polycom.com. Du hast ein Passwort, das wird hier eingetragen, Knopf gelohnt und das war's. Den Rest übernimmt das System und macht das komplett vollautomatisch. Wenn du mal rüberkommen möchtest, das hat schon funktioniert, geht also wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr simpel. Das sieht ja aus wie ein Skype-Client. Exakt, Skype-Farben, Skype-Icons, das ist auch relativ neu. Das heißt, überall versuchen wir die Skype-UI unterzubringen. Das heißt, wenn ich ein Gerät an Microsoft betreibe, soll es sich verhalten wie Microsoft, soll aussehen wie Microsoft. Und das, wie gesagt, ist hier jetzt auch bei der Trio der Fall. Das heißt, ich habe auch eine Kalenderansicht, ich kann in meinen Kontakten suchen. Genau, deine Kontakte hast du hier unten mit entsprechenden Präsenzinformationen zum Beispiel. Hier oben hast du den Kalender. Ich habe das Gerät schon zu einem Meeting eingeladen. Das heißt, ich drücke jetzt hier einfach auf Join. Das ist alles, was ich machen muss. Und dann wählt das Gerät automatisch ins Meeting ein. Da auf der Gegenseite ein Skype-Client ist, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wir haben hier noch ein Surface-Hub, was mir als Gegenstelle dient zum Testen. Da das mit Video abnimmt, wird direkt ein Videocall gestartet. Wir eskalieren also vom Thema reines Audiokonferenzgerät in das Thema Videoconferencing. Wir können ebenfalls mit Content arbeiten, lokal oder in einem Call. Und das ist eigentlich das perfekte kleine Audio-Video-Gerät für ja, kleine, mittlere Konferenzräume, 4, 6 Personen vielleicht maximal. Dafür ist die Trio einfach gigantisch. Und ich meine, die Inbetriebnahme, die war jetzt ja extrem einfach. Ja, also das Ganze hat ungefähr 5 Minuten gedauert, inklusive Verkabelung. Und noch Demo gleichzeitig. Und noch Demo, ja. Ich bin beeindruckt. Wenn du reinkommst und Sachen wissen willst. Ja, vielen Dank, Uwe. Gerne. Wieder was gelernt. Bis dann.